Droh-E-Mails bekommen. Unterzeichnet wurde das Ganze mit NSU 2.0. Und das besonders Brisante an dieser ganzen Geschichte ist, die Daten der Politikerin sollen von einem Polizeirechner in Wiesbaden abgerufen worden sein. Dementsprechend natürlich jetzt die Frage, wie konnte sowas passieren? Was steckt dahinter? Und dazu will sich der hessische Innenminister also in den kommenden Minuten äußern. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze einzuordnen mit unserem Extremismus-Experten Michael Ortmann, der das Ganze natürlich auch in den vergangenen Stunden verfolgt und recherchiert hat. Michael, was wissen wir bisher über den Fall? Was stand zum Beispiel in diesen E-Mails? Wo kommen die her? Also wir wissen, dass sie zwei mehr oder weniger Drohmails erhalten hat. Es klang auch so, zumindest nach den ersten Recherchen, dass dort mit dem Tode jemand bedroht wurde, also dass die Janine Wissler quasi Morddrohungen erhielt. So wie es im Moment aussieht, sollen auch tatsächlich Erkundigungen über ihre Adresse von einem Polizeirechner aus getätigt worden sein. Und das erinnert so ein bisschen an vorherige Erkenntnisse. Wir erinnern uns beispielsweise an eine Anwältin aus dem NSU-Verfahren, die Sada Bilyes, die hatte ebenfalls Drohmails erhalten, auch Morddrohungen erhalten, mehrere Politiker und Anwälte. Für die trifft das gleichermaßen zu. Und oftmals wurden sie entweder mit NSU 2.0 unterzeichnet oder aber mit Reichsstaatorchester oder aber Wehrmacht. Also es gibt tatsächlich geballt, so wie es im Moment aussieht, Drohmails gegen Politiker, gegen Anwälte aus dem rechtsextremistischen Lager. Und das ist eben auch jetzt im Fall der linken Fraktionschefin im Hessischen Landtag wohl der Fall. Die Ermittler wollen ja jetzt natürlich herausfinden, woher diese E-Mails kommen. Weiß man, wie da vorgegangen wird? Wie versucht man, den Absender zu ermitteln? Na, man schaut hier zunächst einmal, es muss ja Anfragen gegeben haben. Wenn man die Anfragen stellt, also sprich Adressabrufe, dann geht das über einen Polizeirechner. Dieser Polizeirechner speichert natürlich auch Daten, sodass man zurückverfolgen kann, von welchem Rechner aus wurden denn beispielsweise diese Daten abgefragt. Dann kann man schauen, wessen Rechner ist es, war derjenige, der den Rechner tatsächlich auch besitzt, also dem der Rechner gehört, war das die Person, die an dem Tag auch an dem Rechner saß oder müssen möglicherweise andere noch kontrolliert werden. Also das Spektrum an quasi ermittlungstechnischen Möglichkeiten ist schon groß. Was aber viel schrecklicher ist, ist im Grunde die Tatsache, dass die Polizei, ein Ort, der sich um unsere Sicherheit kümmern soll, dass von diesen oder von einigen wenigen in diesem Polizeiapparat tatsächlich eine viel größere Bedrohung ausgeht, eine Bedrohung gegen Politiker, dass dort mit Mord gedroht wird und dass immer wieder in diesem Zusammenhang auch Hessen eine große Rolle zu spielen scheint. Und das finde ich tatsächlich das wirklich Bedrohliche. Welche Informationen gibt es über Janine Wissler? Bekommt sie jetzt besonderen Schutz? Wenn jemand bedroht wird und wenn jemand tatsächlich ernsthaft mit dem Tode bedroht wird, dann greifen wir zunächst einmal Mechanismen. Das heißt, man guckt an, es gibt ja fast täglich, also es gibt eine statistische Erhebung, die ist, ich meine, 2019 getätigt worden. Dort wurden 1000 Politiker befragt, ob sie bedroht wurden. Fast jeder Zweite hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Also man schaut dann zunächst einmal, ist diese Bedrohung wirklich ernst zu nehmen? Es gibt ja auch welche, die einfach Hass und Wut verbreiten, ohne dass dort eine ernsthafte Bedrohung im Hintergrund mitschwingt. Kommt man zu dem Entschluss, dass jemand tatsächlich ernsthaft bedroht wird oder dass die Gefahr sehr ernst zu nehmen ist, dann wägt man ab, wann ist Polizeischutz möglich, wie umfangreich muss der Polizeischutz gewährleistet sein, wie lange wird er gewährleistet, wo wird er gewährleistet, wie viele Personen nehmen daran teil. Aber dann greifen normale Routineabwägungen, die quasi fast täglich stattfinden. Sie haben es gerade schon angesprochen. Das Ganze erinnert an den Fall der Frankfurter Anwältin Bassa Yildiz. Sie hatte 2018 auch Drohbriefe bekommen. Aber jetzt sehen wir, dass der Innenminister Peter Beuth vor die Mikros getreten ist. Von daher herzlichen Dank, Michael Ortmann. Und wir hören rein, was dort an neuesten Informationen jetzt bekannt gegeben wird. Umfangreich mit der Polizei und auch mit der Staatsanwaltschaft kommuniziert, um Ihnen hier möglichst weitgehende Informationen geben zu können. Das, was der Innenminister Ihnen gleich berichten wird, ist dann das, was wir berichten können. Wir werden deswegen auch leider keine Fragen im Anschluss zulassen können. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die uns natürlich gerne schicken. Und wir werden unser Bestes geben, die dann zu beantworten. Ich übergebe an den Innenminister.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich möchte Sie aus aktuellem Anlass über einen Sachverhalt im Zusammenhang mit Drohschreiben informieren, die an die Abgeordnete Wissler und weitere Personen geschickt wurden. Aber zunächst möchte ich Frau Abgeordnete Wissler, aber auch allen weiteren Personen, die auf feige und niederträchtige Weise bedroht werden, mein Mitgefühl für diese besonders belastende Situation ausdrücken. Drohungen und Einschüchterungsversuche zielen nicht nur gegen den einzelnen Menschen. Sie sind ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft und unsere Demokratie. Folgendes kann ich Ihnen zu den neuerlichen Drohmails berichten. An die Abgeordnete Wissler wurde im Februar dieses Jahres eine Drohmail geschickt, die mit dem Kürzel NSU 2.0 gezeichnet war. Nachdem in den vergangenen Wochen darüber medial berichtet wurde, erfolgte am Sonntag erneut eine Drohmail an die Abgeordnete Wissler sowie an mehrere Adressaten des Hessischen Landtags und weitere Personen. Eine weitere E-Mail mit dem Kürzel NSU 2.0 wurde am Montag auch an E-Mail-Postfächer im Hessischen Landtag gerichtet sowie explizit an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und an mich selbst. Wie Sie wissen, hatten der Ministerpräsident und auch ich die Bedrohung von Frau Wissler scharf verurteilt. Wenige Tage bevor die Abgeordnete Wissler im Februar 2020 die Drohmail erhielt, hatte ein hessischer Polizeibeamter Einblick in das für Polizisten verfügbare Melderegister genommen und dort die Wohnanschrift der Abgeordneten eingesehen. Die AG 21 im LKA, die unter anderem mit den Ermittlungen des Bedrohungssachverhalts zum Nachteil einer Frankfurter Anwältin beauftragt ist, hat den Polizisten diesbezüglich vernommen. Anlass war die Auswertung der Polizeisysteme, in denen auch die Abfrage der persönlichen Daten von Frau Wissler protokolliert wurde. Seitens der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde im Ergebnis kein Tatverdacht gesehen. Der Polizist wurde fortan als Zeuge geführt bis heute. Gleichwohl wird dieser Umgang mit dem Sachverhalt und die Information hierüber unseren bisherigen Maßnahmen und vielfältigen Bemühungen in keiner Weise gerecht. Ich habe von diesem Sachverhalt, also der Abfrage der Daten von einem Polizeirechner, erst am gestrigen Tage erfahren. Ein weiterer bedarf zurzeit noch tiefergehender Befassung. Angesichts der Tragweite und Bedeutung dieser wichtigen Ermittlung ist die fehlende Weitergabe von wichtigen Erkenntnissen völlig inakzeptabel. Offensichtlich hat das zuständige Landeskriminalamt an dieser Stelle nicht die dringend gebotene Sensibilität walten lassen, die ich in so einem wichtigen Verfahren erwarte. Diese mangelnde Sensibilität entspricht nicht meinen Erwartungen, die ich an eine professionelle Polizeibehörde habe. Diesen Umstand wird das Landespolizeipräsidium nachbereiten, sowohl was die Ermittlungen hinsichtlich des Drohschreibens angeht, als auch im Hinblick auf die Thematik Abfragen aus polizeilichen Systemen ohne dienstlichen Grund. Wir hatten da bereits weitere Sicherheitsmechanismen eingeführt, die aber offenbar einer deutlich schärferen Kontrolle bedürfen. Dieser weitere Fall von Abfragen aus dem Polizeisystem ohne dienstlichen Grund und in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit Drohschreiben nehme ich sehr ernst. Wir werden die Abfragemechanismen innerhalb der polizeilichen Systeme nochmals auf den Prüfstand stellen. Jeder Polizist muss für seine Abfrage in den polizeilichen Systemen einen dienstlichen Grund haben und diesen auch belegen können. Andernfalls darf kein Zugriff auf die Systeme erfolgen. Jeder Kollege weiß das. Dafür muss jeder Polizist persönlich unterschreiben und das muss natürlich auch in den Dienststellen gelebt werden. Die Weitergabe der persönlichen Kennung ist ausdrücklich untersagt. Da darf es auch keine Nachlässigkeit geben. Das Hessische Polizeipräsidium für Technik wird zeitnah die Abfragemechanismen überprüfen und ergänzend zu den bereits vollzogenen Kontrollmaßnahmen ein neues Verfahren aufsetzen, das Abfragen ohne dienstlichen Grund fortan gänzlich ausschließt. Es muss gelten, wer Daten abfragt, muss dafür auch die Verantwortung übernehmen. Und wenn es dafür keinen dienstlichen Grund gab, dann muss es Konsequenzen geben. Wir werden darüber hinaus mit sofortiger Wirkung einen Sonderermittler einsetzen, der die Ermittlungen zu den Drohmails ergänzend und federführend übernehmen wird. Es handelt sich dabei um einen erfahrenen Beamten, der personelle und technische Ressourcen zur Verfügung haben wird, um diesen Drohsachverhalt weiter zu ermitteln. Der Sonderermittler wird unmittelbar dem Landespolizeipräsidenten berichten. Damit wird sichergestellt, dass der Landespolizeipräsident unverzüglich über entsprechende
herausragende Entwicklungen bei den Ermittlungen informiert wird. Zudem wird der Sonderermittler einen neuen Blick auf die Ermittlungen zu den Drohmails einbringen. Alles, was technisch, rechtlich und ermittlungstaktisch möglich ist, wird von der Polizei ausgeschöpft werden. Ich habe Ihnen stets gesagt, dass es keine Hinweise auf ein rechtes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei gibt. Es ist weiterhin so, dass mir keine Belege für ein solches Netzwerk vorliegen. Dass jedoch nach der unsäglichen Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und des zuvor erfolgten Datenabrufs auf einem Polizeirechner in Frankfurt nun abermals im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Drohmail eine Datenabfrage auf einem Polizeirechner erfolgt ist, nährt den Verdacht. Dieser Verdacht wiegt schwer. Ich erwarte von der hessischen Polizei, dass sie nichts unversucht lässt, diesen Verdacht zu entkräften. Der neue Sonderermittler wird neben den Strafermittlungen zu den Drohungen auch diesem Verdacht ohne Vorbehalte nachgehen. Ich bleibe dabei, die hessische Polizei und damit jede Polizistin und jeder Polizist müssen sich tadellos verhalten. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss die hessische Polizei verlassen. Lassen Sie mich abschließend nochmals betonen, ich bin von diesem Vorgang und vor allem davon, wie er gehandhabt wurde, zutiefst bestürzt. Das LKA hat nicht die Sensibilität an den Tag gelegt, die ich als Innenminister bei so einem herausragenden Verfahren erwarte. Natürlich geht es bei Bedrohungssachverhalten immer zuerst um den Schutz der Betroffenen. Bedrohungen von Personen des öffentlichen Lebens sind ein Angriff gegen unsere Demokratie. Der Rechtsstaat muss darauf Konsequenzen folgen lassen. Aber in diesem speziellen Komplex, bei dem seit bald 2 Jahren die gesamte hessische Polizei immer wieder in den Fokus gerückt wurde, muss jedem Ordnungshüter klar sein, wie ernst die Lage ist. Dass ich diese Vorfälle sehr ernst nehme, habe ich wiederholt unterstrichen. Und weil offenkundig stellenweise Missstände herrschen, die ich nicht akzeptieren werde, muss die Polizeiführung in Hessen jetzt umso entschlossener durchgreifen. Denn offensichtlich ist die Botschaft noch nicht bei allen Polizisten angekommen. Allein, dass der Verdacht im Raum steht, dass Polizisten etwas mit den Drohungen zu tun haben könnten, wiegt so schwer, dass wirklich jeder in der hessischen Polizei alles daran setzen muss, um diesen Verdacht zu entkräften. Ich bin mir mit dem Hauptpersonalrat der hessischen Polizei, mit dessen Vorsitzenden ich vorhin noch Kontakt hatte, einig, für jeden redlichen Polizisten ist dies unerträglich. Ich bedanke mich. Dankeschön. Soweit also das Statement vom hessischen Innenminister Peter Beuth, der von einer feigen und niederträchtigen Weise spricht, von einem Angriff auf die freiheitliche Gesellschaft und Demokratie nach den Drohmails unter anderem gegen die Chefin der Linksfraktion im hessischen Landtag, aber Michael Ortmann ja auch gegen den hessischen Ministerpräsidenten Bouffier und gegen Beuth selbst. Eine zweite Welle an Mails gab es wohl Anfang dieser Woche und er hat vor allem dem Landeskriminalamt so ein bisschen die Professionalität abgesprochen, weil die nach der ersten Mail von Februar gegen die linke Politikerin das einfach nicht an ihn weitergegeben hatten. Er selbst hat das wohl gestern erst erfahren. Was zeichnet das für ein Bild, Michael? Es ist schwierig, jetzt aus der Distanz heraus zu betrachten, wer es hätte weitergeben müssen, warum es nicht weitergegeben wurde. Letztendlich bleibt unterm Strich einfach stehen. Es wurde eine Politikerin massiv bedroht. Es gab Todesdrohungen. Es gab Polizisten, die davon wussten. Es gab Abfragen von einem Polizeirechner. Also die Polizei ist schon zumindest einige wenige sehr tief involviert in diesen Rechtsextremismus. Und das ist im Grunde das Entscheidende. Und wenn das noch im eigenen Hause passiert, dann ist das, denke ich mir, schon deutliche Worte einfach wert. Und man muss auch einfach sagen, wenn wir, das ist ja jetzt kein neues Phänomen, wir erleben es immer wieder, Politiker werden massiv bedroht. Wir erinnern uns an Henriette Reker, die lebensgefährlich mit einem Messer verletzt wurde. Wir erinnern uns jetzt, der Prozessbeginn war jetzt dieser Tage, an den Mord von Walter Lübcke. Das heißt, der Hass in der Gesellschaft und vor allem auch im Bereich Rechtsextremismus nimmt inzwischen immer gewalttätigere Formen an. Und inzwischen scheinen auch immer mehr Leute bereit zu sein. Auch die Waffen von dem Bereich Rechtsextremismus sind deutlich angestiegen. Also scheinen immer mehr Leute auch gewillt zu sein, ihrem Hass jetzt einfach mal freien Lauf zu lassen und einfach wahllos Menschen umzubringen, die nicht ihrer Meinung sind. Und wenn dann nicht jemand im Polizeiapparat kräftig auf den Tisch haut und dort einmal alle wachrüttelt und ihnen klar macht, was für eine Bedrohung wir denn haben und wofür die Polizei steht, nämlich für Schutz und für Sicherheit, dann denke ich mir, dann würde wirklich was falsch laufen. Aber das wurde jetzt deutlich. Ich hoffe, dass diesen ernsten Worten auch tatsächlich ernsthafte Taten folgen. Michael Ortmann, danke schön für diese Einordnung.
Als ersten Auslandsgast seit Beginn der Hochphase der Corona-Pandemie empfängt Kanzlerin Merkel den niederländischen Ministerpräsidenten Rutte. Corona-bedingt natürlich ohne Händeschütteln. Es geht unter anderem um die umstrittene Umsetzung des Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Die Niederlande gehören ja mit Österreich, Dänemark und Schweden zu den sogenannten sparsamen Vier, die nicht rückzahlbare Milliardenzuwendungen ablehnen. Rutte will die Mittel nur in Form von Krediten freigeben, die an wirtschaftliche Reformen geknüpft werden. Ein Statement ist angekündigt um 19 Uhr von Merkel und Rutte. Und das sehen Sie natürlich live bei uns im Programm. Rund zwei Wochen nach einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Trump im Bundesstaat Oklahoma gibt es dort fast 500 Corona-Neuinfektionen. Die Behörden sprechen von einem Zusammenhang mit dem Auftritt von Trump. Und um die Veranstaltung hatte es Kritik daran gegeben, dass es unter anderem keine Maskenpflicht gab. Insgesamt haben sich in den USA alleine gestern 59.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Wir haben weitere Hintergründe zum Coronavirus in einem News-Spezial um 16.30 Uhr. Jetzt erstmal der Blick auf die Wirtschaft mit Raimund Brichter. Ja, wir haben im Mai schon häufiger darüber gesprochen, dass sich die Konjunktur im Mai schon deutlich erholt hatte. Es war nur, liebe Zuschauer, noch nicht